Anlässlich des Salzburger Turnschuh-Winters, der fast wöchentlich im Bundesland für Anfänger und Profis stattfinden, zeigen wir Ihnen diesmal, wie Sie sich richtig am Berg verhalten. Den Stress hinter sich lassen und bei einer gemütlichen Abendskitour neue Energie tanken. Das ist der Salzburger Turnschuh-Winter, eine Initiative der Salzburger AG, den Salzburger Nachrichten und dem La Sportiva Mountain Attack Team. Wobei Letztgenannte den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum Beispiel, wie funktioniert eine richtige Spitzkehre? Spitzkehre kann man und sollte man natürlich überall trainieren, wo es sich ergibt, auch gerne auf der Piste, so wie heute da bei uns, beim Salzburger Turnschuhwinter, ideal, damit man dann auch gewappnet ist für das Gelände und der dann reibungslos funktioniert. Ablaufen tut so, dass ich die Spur weit genug rausgehe, dass ich auch dann die Spitzkehre gut ansetzen kann. Das heißt, ich suche einen gescheiten Stand mit dem Talski, löse den Bergski, setze den um die Spitzkehre in eine neue Spur rein, den aber 90 Grad zum Hang, also dass der wirklich sauber und gut sitzt und nicht nach hinten rutscht, der umgesetzte Fuß. Und dann suche ich mal das Gleichgewicht mit den Stecken, löse den unteren Fuß nach hinten, so klappt der Ski auf und ich kann ihn wieder in die Spur einsetzen und geht dahin. So komme ich um jede Spitzkehre gut um, auch wenn er einen halben Meter Neuschnee liegt. Natürlich heißt es auch bei der Spitzkehre, probieren geht über studieren und das am besten unter der Anleitung von den Profis des La Sportiva Mountain Attack Teams, die uns auch erklären, was in einem Tourenski-Rucksack auf keinen Fall fehlen darf. Ja, in einem Turnski-Rucksack gehört einmal auf alle Fälle rein eine Sonde, auf alle Fälle eine Schaufel, wenn was passiert im Gelände, eine Brille dann zum Abfahren, eine Skibrille, Ersatzhandschuhe, wenn die dann trocken, das trockene Handschuhe zum Runterfahren, ein Tipp in einen Plastiksackerl, Ersatzbekleidung reingeben, dass man sie dann auch umziehen kann, wenn man verschwitzt ist. Was natürlich ein besonderer Tipp ist, Kabelbinder mitnehmen, weil wenn am Skischuh irgendwas passiert, kann man sich so helfen. Vielleicht ein Wachs für die Felle. Wenn man von nassen auf trockenen Schnee wechselt, kann oft passieren, dass sie an den Fellen unten einen Schnee hält. Und sicherheitstechnisch natürlich eine Rettungsdecke auf alle Fälle. Und das Piepserl, das gehört an den Mann. Ich habe sie jetzt nur im Rucksack drin zum Demonstrieren, gehört eingeschaltet und am Mann platziert. Wenn Sonne scheint, eine Sonnencreme und natürlich ein Riegel und eine Trinkflasche für den Durst, weil man sollte ja dazwischen was trinken, um die Speicher wieder aufzufüllen. Als Alternative dazu bietet sich natürlich der Besuch einer Almhütte an. Denn die Geselligkeit ist für viele ein wesentlicher Bestandteil des Turnskigehens und kommt auch beim Salzburger Turnskiwinter nicht zu kurz.